Ja, servus Leute. Der eine oder andere von euch wird vielleicht schon von der Veranstaltung E-Cannonball gehört haben, die Ove Gröger von T&T Tesla und ich zusammen planen. Das heißt also, das ist eine Fahrt von maximal 30 Elektroautos von Hamburg nach München, wo wir schauen wollen, welches Auto am schnellsten in München ankommt. Das heißt also, das ist so eine Art Verbrauchsvergleichsfahrt mit dann auch einem Sieger am Ende. Wir sind jetzt momentan in der heißen Planungsphase. Wir haben auch schon diverse Anmeldungen. Leider auch schon ein Tesla Model S 100D dabei. Das heißt also, ein Sieger ist wahrscheinlich schon für die Gesamtwertung zumindest gefunden. Wir versuchen da aber auch, das Ganze so zu gestalten, dass es natürlich nicht nur einen Sieger gibt. Aber da, wie gesagt, sind wir momentan noch in der heißen Planungsphase. Wir haben also auch schon so einen Startpunkt grob im Auge. Wir haben einen Zielpunkt grob im Auge. Wir kümmern uns also auch um die Übernachtung für die Teilnehmer, wer dann am gleichen Tag nicht mehr nach Hause fahren möchte. Das heißt also, wir sind mitten in der heißen Planungsphase. Und ich habe mir jetzt heute mal angeschaut, wie lange ich denn rechnen muss mit dem Hyundai Kona Electric, den ich bestellt habe und mit dem ich gern teilnehmen möchte, wie lange ich rechnen muss, tatsächlich zu fahren, inklusive Ladezeiten. Das vor allen Dingen auch deshalb, damit wir auch die Startzeit ungefähr planen können. Und ich hatte ursprünglich 9 Uhr vorgesehen, dann meinte Uwe, nee, das ist zu spät, wir müssen früher fahren, dann haben wir es jetzt auf vor 8 vorgezogen. Aber ich vermute, wir werden es noch ein Stück weiter vorverlegen müssen. Und ich zeige euch jetzt auch mal, warum. Ja, und zwar habe ich mir jetzt schon mal zwei Ladestationen rausgesucht, an denen ich halten möchte. Und zwar ist das zum einen SVG Autohof Kirchheim. Dort finde ich drei CCS 100 Lader vor, die hoffentlich dann auch an dem Tag funktionieren, sodass ich mit dem Hyundai Kona, Entschuldigung, möglichst mit 70 Kilowatt oder annähernd 70 Kilowatt laden kann. Und das heißt auch, dass ich in dem ersten Abschnitt, ja, das sieht man jetzt nicht so schön, Moment, mal ein bisschen anders. Im ersten Streckenabschnitt muss ich also 388 Kilometer voraussichtlich zurücklegen. Also bitte nicht verwechseln, das ist ein zufälliger Startpunkt, den ich gewählt habe. Es ist also nicht der tatsächliche Startpunkt, sondern es ist nur zu Kalkulations- und Demonstrationszwecken. Das heißt also, am ersten Startpunkt muss ich 388 Kilometer zurücklegen. Und um das jetzt kalkulieren zu können, habe ich mir jetzt eine Excel-Liste mal gemacht. Die werde ich dann auch unten in der Beschreibung verlinken. Wenn ihr da auch Verbesserungsvorschläge habt oder Fehler findet, immer gerne her damit. Dann werde ich die Liste nochmal optimieren und überarbeiten. Ihr könnt sie euch gerne runterladen und auch mal anschauen. Ich mache also diese Kalkulation anhand dieser Excel-Liste. Es gibt auch so einen Tourenplaner oder Routenplaner online wohl auf Going Electric und es gibt wohl auch noch ein paar andere Möglichkeiten. Ich habe es jetzt halt mal für mich mit der Excel-Liste gelöst, weil ich da am schnellsten die Ergebnisse habe. Ich habe hier also grundsätzlich vorgesehen, dass ich für die verschiedenen Streckenabschnitte entsprechend mit Geschwindigkeiten, Akkukapazitäten nach der ersten Ladung, nach der zweiten Ladung, Ladeleistung, geplante Füllstände, geplante Restakkukapazitäten, dass ich also mit all diesen Informationen arbeiten kann. Was ich auch gemacht habe, ist, ich habe hier geschwindigkeitsabhängige Verbrauchswerte geschätzt für das Fahrzeug, was ich bestellt habe, also den Hyundai Kona Electric, und kann dann hier also über die Variation der Geschwindigkeiten und der Prozentzahlen und der Ladeleistung ungefähr kalkulieren, wie lange ich brauchen werde. Das ist natürlich erstmal nur ganz theoretisch, weil ich das Auto ja nicht habe und nicht wirklich weiß, wie viel ich voraussichtlich verbrauchen werde. Aber ich habe es jetzt einfach mal grob über den Daumen kalkuliert und mal Werte angenommen. Das heißt also, wir haben ja eben gesehen, ich muss an dem ersten Streckenabschnitt 388 Kilometer zurücklegen. Der Hyundai Kona hat eine Akkukapazität von 64 Kilowatt. Ich gehe davon aus, dass ich bei der ersten Ladung mit 70 Kilowatt laden kann. Wie gesagt, Optimalfall, werden wir schauen, ob das klappt. Und dass ich nur bis 72% laden möchte, weil da sinkt die Ladeleistung signifikant beim Kona. Die sinkt wohl auch schon bei 58, aber wir machen das jetzt einfach mal nur zu Demonstrationszwecken. Geplanter Reststand 2%, das heißt also, ich will wirklich kompetitiv unterwegs sein und auch was riskieren. Und um diese 388 Kilometer zurücklegen zu können, könnte ich also mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit oder mit einer Dauergeschwindigkeit hoffentlich von 110 km/h fahren. Könnte 392 Kilometer zurücklegen, hätte einen Verbrauch von 16 Kilowattstunden, man sieht das also hier, würde rund etwas über eine halbe Stunde laden
Und eine Fahrzeit hätte ich von 3 Stunden 56 bis dorthin, also 3,5 Stunden. Das sind hier Dezimalstellen, sind also keine Minuten, bitte nicht verwechseln. Also 3,5 Stunden plus 0,64, also etwas über 4 Stunden, danach könnte ich wieder starten. Diese Liste ist also tatsächlich auf den E-Cannonball ausgelegt. Das heißt, ich möchte immer möglichst dicht an die von mir vorgegebenen Werte herankommen, um die Zeit möglichst zu optimieren. Wenn ich jetzt also da am Anfang mit 100 fahren würde, könnte ich zwar 448 Kilometer weit kommen, ich hätte aber keinen Nutzen davon. Klar, der Akku wäre etwas voller. Das ist jetzt in der Excel-Liste also nicht so richtig zu Ende gedacht. Da werde ich vielleicht mir nochmal eine Optimierung ausdenken, weil ja dann der tatsächliche Füllstand höher ist, also der Restbestand. Das heißt, man hätte weniger Ladezeit, aber die Fahrzeit ist hier in dem Fall vermutlich wichtiger, weil wie ihr sehen könnt, 3,5 Stunden zu 4,5 Stunden, das kann ich also mit Laden niemals rausholen. Also nach meiner Ansicht, die Geschwindigkeit ist hier der entscheidende Faktor. Wenn ihr da bessere Ideen habt, bitte immer her damit. Wenn ich einen Denkfehler habe, her damit. Wenn ihr Tipps habt, wie ich möglichst weit vorne in der Gesamtwertung landen kann oder sogar den E-Cannonball gewinnen kann, immer her damit. Ihr merkt, ich bin recht ehrgeizig. Ich habe das Ganze ja zusammen mit dem Owe angestoßen. Und natürlich möchte ich jetzt auch gewinnen. Es reicht mir also nicht, den Owe auf die Plätze zu verweisen, sondern am liebsten würde ich auch ein Model S 100D auf die Plätze verweisen. Aber na gut, sind wir realistisch, das wird nicht funktionieren. Aber okay, zumindest für den Owe sollte es reichen. Und dafür ist halt auch unter anderem diese Excel-Liste. Gut, also hier haben wir jetzt gesehen, den ersten Abschnitt würde ich dann mit 110 km/h basierend auf der vollgeladenen Akkuleistung zurücklegen, würde also mit 392 Kilometer das Ziel auch erreichen. 388 habe ich jetzt auf dieser fiktiven Annahme vorgegeben. Und dann habe ich mir einen zweiten Ladepunkt ausgesucht. Und zwar hier von dem SVG Autohof, das war der erste Ladepunkt, hin zu Coffee Fellows, Raststätte Ellwanger, irgendwas. Dort gibt es wohl zwei CCS 50 Lader, wenn ich mich nicht täusche, wenn ich es nicht falsch interpretiert habe. Und da müsste ich dann zurücklegen in dem zweiten Streckenabschnitt, ziehen wir auch nochmal runter, 245 Kilometer. Und hier habe ich jetzt halt vorgegeben, dass ich 72% laden will. Das heißt also, ich hätte eine Akkukapazität nach der ersten Ladung von 46 Kilowattstunden und würde dann mit 120 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit 244 Kilometer schauen. Jetzt schauen wir nochmal, wie viel wir brauchen. Wir brauchen 245. Spitz auf Knopf, ich würde 120 fahren. Wie gesagt, Verbrauchswerte sind nur Annahmen. So, das heißt also, ich möchte dann dort nicht allzu lange laden, wobei, wenn ich mit 50 Kilowatt sowieso nur laden kann, könnte ich da vielleicht auch länger stehen, weil er wird das nicht runter throtteln. Das heißt also, ich werde hier den Ladestand mal auf 80% erhöhen. Und mal schauen, wie weit ich dann oder wie schnell ich im dritten Streckenabschnitt dann fahren kann. Ich brauche dann also noch, um ans Ziel zu kommen, zumindest ans fiktive Ziel. Wie gesagt, das sind nicht die tatsächlichen Ziel- und Startpunkte, sondern das ist einfach nur mal so grob für die Rechnung. Das heißt also, im letzten Streckenabschnitt brauche ich 179 Kilometer. Und da habe ich kalkuliert, käme ich mit 140 km/h tatsächlich 213 Kilometer weit. Das ist aber zu viel für mich. Das heißt also, ich muss hier dann tatsächlich nicht mehr auf 80% laden oder am letzten. Also ich kann dann hier ein bisschen hin und her kalkulieren. Wenn ich auf 72% ginge, käme ich also auf 192 Restkilometer und das würde mir praktisch reichen. Ich habe hier dann nochmal die geplante Reststrecke vorgesehen, damit man auch sieht, wie lang das dann theoretisch dauern würde. Das ist aber jetzt nur so hilfsweise. Man sollte sich also hier über die Kalkulation möglichst dicht an den letzten Streckenabschnitt herantasten. Ich habe hier gerade auch noch einen Fehler in der Liste festgestellt. Das habe ich mal hier gelöscht. Ich hatte ja auch noch einen geplanten Füllstand für eine dritte Ladung. Das brauche ich aber in dem Fall ja nicht. Also mit anderen Worten, das habe ich hier gelöscht. Jetzt tasten wir uns mal möglichst dicht an den Wert heran. Wenn wir also hier auf 70% gehen, was passiert dann? Dann sind wir bei 186. Wenn wir auf 69% gehen, 184. Wenn man auf
68% gehen. Das wäre also das, wenn ich spitz auf Knopf kalkulieren würde und die Verbrauchswerte, die ich annahme, wirklich passen. Dann wäre ich also insgesamt mit Ladung bei einer Fahrzeit nach der Kalkulation von 10,5 Stunden. Das heißt also, die Startzeit, die wir vorgesehen haben, sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen nach vorne schieben. Da werde ich aber noch mal mit dem Owe sprechen, denn es gibt ja auch ein paar Autos, die noch langsamer sein werden als ich mit dem Hyundai Kona Electric. Davon gehe ich jetzt erstmal aus. Wir haben zum Beispiel auch einen Leaf 2 dabei und der Fahrer möchte natürlich auch dann Abendessen haben und deshalb müssen wir über die Startzeit noch mal, ja, konferieren. Ja, ich hoffe, dass das Grundprinzip der Tabelle, ja, rübergekommen ist, klar geworden ist. Wenn ihr, wie gesagt, Anregungen oder Kritik dazu habt, bitte immer unten gerne die Kommentare. Ich ändere die gerne noch ab. Die ist, wie gesagt, unten in der Beschreibung verlinkt, auch so, dass ihr sie bearbeiten könnt. Ihr könnt euch übrigens weiterhin bewerben für den eCannonball. Es sind auf jeden Fall noch Plätze frei. Ich blende die E-Mail-Adresse hier unten dann auch nochmal ein. Das ist also e-cannonball@web.de. Und wenn ihr euch bewerben wollt, ihr habt noch ein bisschen Zeit, aber umso früher ihr dran seid, umso besser. Also traut euch und bewerbt euch. Ansonsten soll es das für das heutige Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und im besten Fall vielleicht sogar ein Abo.